Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Ihr könnt euch das Spiel über einen Game Pass holen, ist mehr kostenfrei und ihr kriegt tatsächlich auch in-game, habe ich gesehen, einen Rabatt auf die, wie heißen sie, diese Zellen, wo sind sie, hier. Ihr kriegt einfach mit dem Game Pass Rabatt auf diese Punkte. Das ist übel geil. Wen haben wir heute dabei? Klar, moin. Moin. Würdest du dich als den besten Killer Deutschlands bezeichnen? Bester Killer nicht. Survivor, ja. Aber bester Killer. Echt? Bist du? Ich dachte, ja. Wie viele Stunden hast du in dem Game? 9500. 9500. Das ist ja gar nicht mal so viel, ne? Ich habe mittlerweile entspannte 95 oder so. Das ist genau 1%. Ja, Leute, ihr merkt, der Typ hat Ahnung vom Game. Ja, er ist auch unten verlinkt, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich dachte mir, ich werde heute einfach mal Killer zocken. Ganz normal. Und der liebe Clör gibt mir einfach nebenbei Tipps und kritisiert mich und lacht mich aus. Dieses Konzept ist in meinen Kopf geschossen und ich empfand diese Idee als witzig, weshalb wir heute hier sind. Und zur Feier des Tages darfst du mir jetzt einen Killer raussuchen, den ich jetzt spielen werde. Und du gibst mir Tipps und Taktiken und keine Ahnung was, wie ich den spiele. Weil ich habe tatsächlich kaum Ahnung. Okay. Ja, mach mal hier die Liste auf. Er sieht auch gerade alles, was nebenbei passiert. Ich übertrage ihm das hier auf Discord, damit er schön mitgucken kann. Alter, geil, du hast ja praktisch gar nichts. Also das ist wirklich relativ fresh Account. Der einzige, den ich mir neulich für einen Game Pass Stream geholt habe, war hier die Plage. Aber das war's. Ansonsten habe ich gar nichts. Gespielt habe ich, das kann ich dir nochmal sagen. Ich habe schon gespielt den Trickster. Ich habe gespielt Deathslinger. Ich habe gespielt den Clown. Ja, willst du was Metageiles spielen oder eher sowas? Ich möchte was spielen, was du feierst. Tja, dann geh mal rein in den Cannibal. Bubba. Den habe ich aber auch schon gespielt. Kannst du den gut? Nein, überhaupt nicht. Ja, wenn dieses Video live geht, habe ich ein Video hochgeladen, wo ich 2 Runden gegen die Sülze komplett verschissen habe. Es war schlimm. Mit Bubba? Ja, aber richtig. Ja, der Wahnsinn, dann im dritten Video gegen die Sülze rasierst du die dann komplett weg. Rein, du holst den Bubba. Okay, perfekt. So, lass uns reingehen. Ich bin. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen Druck meinerseits. Habe ich mir auch ein bisschen selber zuzuschreiben, dich hier jetzt ranzuholen für dieses Video. Aber das wird gut. Du bist gerade aufgewacht, ne? Ja. Ich fahre gerade hoch. So, ich habe Angst. Du musst mir jetzt von Anfang an helfen und sagen, was ich tun soll. Also ich werde jetzt einfach Du kannst einfach nur hoffen, dass du erstmal keine Indoor-Map kriegst. Ja, das stimmt. Das wäre beschissen. Aber das wäre eigentlich ein gutes Meme, wenn wir jetzt in der Indoor-Map wären. Am besten in der Police Station. Ja, Police Station, da kannst du eigentlich rausgehen, direkt nochmal Neuaufnahme starten. Let's go, Leute. Hallo, meine Freunde. Hast du schon gesehen? Ja, Microsoft Store. So, zum ersten Mal. Game Pass, geiles Produkt. Ja, habt ihr schon Oryx jetzt? Kriegt man Rabatt. Checkt doch meine Beschreibung, da gibt's einen Link. Und danach finden wir dann irgendwie noch eine Indoor-Map und noch eine Indoor-Map. Leute, willkommen mit dem. Geil! Was? Das kann doch nicht wahr sein! Das ist wirklich die Police Station! Ach du Scheiße, ich spiel das Bro. Jetzt. Ich kann dir sagen, was du tun sollst. Heulen. Hä? Gut, als du bist hier ob, was ist das denn jetzt für ein Timing? Das kannst du doch keinem erzählen. Geil, ich hab eine Ausrede, wenn ich verkacke, wie nice. Ja, also okay. Im Prinzip, Franklin's Demise funktioniert nur auf deine Maus 1 Attacke, also deinen normalen Basic Attack. Ja. Wenn du deine Chainsaw benutzt, verlieren die ihr Item nicht. Okay. Und auf dieser Map ist es wahrscheinlich, dass du deine Maus 1 eher mal benutzen wirst. Ja. Am besten würde ich erstmal direkt die Diagonale über die ganze Karte geben, links. Wo lang? Da? Also, nee, links wieder, wo du gespawnt bist, nicht. Da sind die wahrscheinlich nicht. Also okay. Bei den beiden Gens sind die wahrscheinlich und Richtung Mitte. Die Mitte auf RPD. Okay, nice. Ja, da waren die direkt zu dritt dran. Oh, das ist eingeklemmt. Ja, die hast du. Nee, die hast du nicht. Bei RPD in der Mitte halten die sich am meisten auf, weil das ist der offensichtlichste Spawn für einen Generator. Da heulen die nicht alle rum. So, Chainsaw. Die musst du manuell erneuern. Okay. Und aufpassen, dass du nicht gegen Türkanten guckst. Du musst wirklich bei. Ja, verstehe. Oh, erst da geblieben. Warte noch, ein bisschen Stacks aufsammeln. Nur hin und her scheuchen. Nicht mehr machen. Dann ist Stacks aufsammeln. Nein, nur hin und her scheuchen. Du. Rechts und links. Ja, weiter noch. Ein bisschen noch. Und jetzt. Ah, ich hätte ihn runterholen können, ne? Ja, genau. Egal. Ach, scheiße. So, Kriechen. Bei der Chainsaw zählst du einfach immer bis 3 und dann drückst du Rechtsstick. Oder du guckst halt nach unten links. Du musst halt aufpassen. Also immer man kann während die auflädt schlagen oder wie oder was? Nö. Aber du lädst auf und sobald sie läuft, musst du ja deine Stacks erneuern, damit die Chainsaw länger läuft. Und das kann am Anfang schwierig sein, weil du auch die Strecke im Blick halten musst. Dann nimm auch einfach an, du bist gleich im Tentrum. Man darf die Chainsaw nicht zu lange halten, das haben die wegen Facecampen geändert. Dann landest du im Treadroom und verlierst all deine Stacks. Oh. Ja, zack. Okay, ausrum, nicht kaputt, Mann. Einfach direkt drauf und einhauen. Oh. Nochmal dasselbe und dann haust du die direkt um. Oh, hi. Und zack.
What? Nee, du kommst ja, nicht okay, weg. Well, ich wollte gerade sagen. Okay, ich hab sie. Aber es war gerade ein kleiner Leck, glaube ich. Du hängst sie da oben auf. Ja. Und facecamp sie. So, ein Kill, perfekt. RPD-Map abgeschlossen, dann gehen wir auf eine richtige Map. Einfach nur hier stehen bleiben, wa? Ja, dann werde ich da jetzt einfach mal gegentreten. Die machen halt safe gerade an. Ah, guck mal, hier ist ja nur einer. Ja. Ja, dann werde ich den jetzt treten. Die wartet da auf mich, ne? Was mache ich mit ihr? Ich glaube, verfolgst du nur so für ein paar Sekunden, dann gehst du nochmal zurück zum Uber. Es kann nämlich sein, dass eine SWF ist und die anhucken sich dann etwas schneller als normale Spieler. Ja, da ist oben Steiner. Rechtsklick anmachen und go. Anmachen, anmachen und. Reinheißen, nochmal. Genau! Komm her! Kann ich dich immer so dazu buchen, wenn ich so eine Sülze bin? Du gibst mir die ganze Zeit Tipps? Weißt du, du bist so in meinem Ohr die ganze Zeit so und ich tue so, als wärst du nicht da, aber du bist da. Guck mal, jetzt tatsächlich. Die könnte einen D-Strike haben, aber das ist Rang 20. Nee, die wird gerade runtergeholt da vorne. Nicht. Ach, bring ich dir einfach nochmal hin. Oh, da sind alle drei. Ich erkläre dir kurz die Chainsaw, damit du im Begriff bist, diese zu nutzen. Ja. Du lädst sie vollständig auf. Immer. Du lädst dich immer nur so ein bisschen hin und her, weil die brauchst du gar nicht antäuschen. Genau, jetzt einfach anaufladen, weil der kippt die Palette eh um. So. Okay. Und wenn die läuft, musst du nach 2 Sekunden wieder Rechtsklick drücken, um den nächsten Stack zu benutzen. Du hast 3 Stacks. Oh! Du musst deine Chainsaw manuell erneuern. Mit 3 Stacks kannst du deine Chainsaw halt immer wieder länger ziehen, dass du noch länger so rumläufst und machst. Ah, okay. Das heißt, du drückst nach 2 Sekunden Rechtsklick, nach 2 Sekunden Rechtsklick, dann hast du 6 Sekunden deine Chainsaw. Nö, da ist keiner. Die doch, die ist hier rechts angelaufen. Ja. Okay, ich geh mal nach hier vorne einfach. Das üben wir jetzt mal. Machen wir mal eine Probe-Chainsaw. Eine Probe, aber wollen wir nicht. Ja, einfach mal hinterher düsen. Ja, ja, und einfach nur alle 2 Sekunden drückst du Rechtsklick. Damit du wieder verlängerst, das kannst du bis zu 3 Stacks machen. Und den hast du hinterher wollen und dann rechts durch. Rechts durchziehen, durchziehen, durchziehen. Wo ist er? Und dann hoch. Ja, da. Genau. Und verlängern. Ja, wie verlängern? Du musst gleich 2 Stacks benutzen. Pass auf. Du drückst rechtsklick. Ja. Gedrückt halten. Dann geht irgendwann die Chainsaw los. Dann wartest du 2 Sekunden, dann drückst du rechtsklick. Dann wartest du 2 Sekunden und drückst rechtsklick. Ah, lol. Und dann verlängerst du deine Chainsaw, weil du hast Stacks, damit du sie verlängern kannst. Okay, dann war eine Probe-Chainsaw? War eine Probe-Chainsaw? Hauen wir da mal gegen. Mal, gehen wir mal in die Main-Hole, machen wir eine Probe-Chainsaw. Von wegen Probe. Direkt Action. Sehr schön. Hinterher und wieder anziehen. Da kommt jetzt ein Fenster. Hat sie dich genommen. Und jetzt verlängern. Ah, Mann, ich verkacke mal das nochmal drücken. Du hast 2 Stacks. Und verlängern, genau, und die muss umkippen. Scheiße, die hätte ich hitten müssen. Bei Paletten musst du immer so ein bisschen warten. Ja. Weil wenn die dann umkippen, zersägst du die instant und bist direkt wieder hinten dran, wie so ein Rambo. Die hätte ich hitten müssen. Ah, da steht sie. Das ist ein Dead End. Direkt aufladen, nee, warte, aufladen. Nur aufladen, nein, nicht aufladen, nur lässt deine Schätze auf, machst sie kaputt. mit rechtsklick, genau. Weil die kommt da nicht weg, die kann jetzt nur rechts rum, umdrehen. Ja. Die kann nur da lang, genau. Oh, lol. Das ist Map-Knowledge. Oh, jetzt wird's eng. Oh, außenrum, nicht kaputt, Mann. Das ist nur eine kleine Runde. So, aufladen die Chainsaw. Oder so, pass auf. Oh, jetzt mal links, ja, guck mal. Hast du den Flick gesehen? Schleudere die schon mal weg, die Drecksau. Gut. Hast ja auch recht. Ah, das Basement direkt darunter. Schön. Ist das hier das Basement? Ja, das ist das Basement. Ah, lol. Das hab ich noch nie gesehen, aber geil. Okay, jetzt haben die noch einen Gen. Das ist natürlich nice. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Map-Knowledge gewesen, aber das ist halt, wenn man hier und da ein bisschen spielt, dann merkt man das. RPD ist aber auch eine echt schwierige Map zum halt gewöhnen. Alter, ich check halt jetzt zum Beispiel auch nicht, wie ich jetzt zurück in die Mitte hier komme. Ist hier die Treppe? Ja. Da ist die Treppe, genau. Nice. Weißt du, Evil 2 gespielt? Bitte? Nee, Evil 2 gespielt? Oh, jetzt hast du es. Und denk an verlängern nach 2 Sekunden. Und ja, wir sind zu früh, aber nice. Perfekt. Solche liegen die holst du auch noch, die geht auch da oben. Auf der anderen Seite geht die hoch. Die holst du auch noch, die will den Anhook holen. Das lässt du nicht zu, weil du Bubba bist. Ihr wollt eure Freunde retten? Ja, eben. Du sagst so. Ja, die springt er jetzt durch. Schon hinterher. Genau. Hi. So, da machst du jetzt einmal Chainsaw an und go, aber von der anderen Seite, in andere Richtung, sonst kannst du den Fastball auf das Fenster wieder nehmen, weißt du? Genau so. Das musst du hier umkippen und du hast sie. Nicht hängen bleiben, verlängern. Okay. Nice. Und jetzt wieder in die Mitte, die andere aufheben. Genau, die ist nämlich recap. Der dritte ist auch noch da! Oh mein Gott! Das Horn ist jetzt eine Palette, die kann er noch nutzen. Ah, ne, die hat sie schon geschmissen, egal. Warte noch. Jetzt anziehen. Oh, warte, stopp, jetzt. Oh nein! Du musst mir jetzt zuhören. Okay. Du musst mir nicht zuhören. Ich krieg das hin. Oh, ich hätte noch weitermachen müssen. Ha. Ja!
So! Okay. Redemption! Holy shit, Junge, weißt du, als wir gesagt haben, ins RPD mit, mach mal die Aufnahme neu. Ja, also das ist einfach Rache auch für die Male davor. Für die Kommentare unter der letzten Folge. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber es wird schlimm. Ja, das war auch easy. War auch gar nicht so schlimm. Die fallen gleich vom Glauben ab, wenn die sehen, du hast nur Franklins 1. Oh. Ja, war easy, oder? Geschenk. Alter. Zweite Runde gespielt, sagst du, oder dritte? Ja, los, befrei dich. Ich schreibe auch gern einfach mal GG Easy. Warum lachst du? Alter, richtig toxisch und ekelhaft. Ja, schau sie dir an hier. Alle mit Full Perks und hier. Wir haben alle die besten Perks mitgenommen. Das sind die besten Perks und besten Items, die man mitnehmen kann als Zweiber. Und du hast ihn zerstört, hast du die. Also die waren schon geskillt. Bitches. Aber die sehen schon aus wie Loschen, die pflückst du jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss sagen, ich bin echt nicht beeindruckt. Allein ihr T-Shirt übel dreckig und hässlich auch. Sie auch irgendwie echt nicht schön. Bei Bubba ist das so, er ist so ein richtiger Rambo. Wenn die an der Palette sind, ziehst du dann schon deine Chainsaw an mit 3 Stacks und dann düst du ihr einfach hinterher. Die muss umkippen, weil sonst ist sie tot. Und dann, wenn sie umkippt, hast du direkt die Palette zersägst und bist wieder am Arsch von ihr. Das heißt eigentlich beim Chase immer Chainsaw, egal was. Genau. Okay, verstehe ich. Aber im nächsten Sülze-Gameplay müssen die werden sich umgucken. Die werden denken, what the fuck, was war da passiert? Ich hoffe. Haben wir die nicht vorgestern noch übel hops genommen? Ich werde ihn wieder spielen, dann halt auch mit Full Perk so. Da muss ich dich gleich auch nochmal fragen, was halt geil ist. Da schreibe ich mir irgendwie meine Notizen auf dem Handy oder so. Die werden dann mich auslachen erst und so sagen, lol, du mieser Idiot. Letzte Woche hast du so aufs Maul bekommen und jetzt nochmal oder wie? Und dann werden sie sterben. Das wird geil. Mm. Oh, hier sind viele Paletten. Die Map haben wir hier in der Sülze gespielt und ich habe so verschissen. Ja, das sind viele Paletten. Das ist halt gegen Bubba recht gut. Okay. Also erstmal gehst du jetzt nach vorne links und nach vorne rechts. Da sind die gespawnt. Im Main Building sind sie nicht, dafür warst du zu nah dran. Oh, krass. Okay, also du kennst jetzt entweder da vorne, wo du hinguckst, oder halt genau da nur rechts. Sind also wahrscheinlich im Shack. Aber Shack zu outplayen wird schwierig ohne Bambusel. Das heißt, du wirst hier wahrscheinlich auf eine Maus 1 hinauslaufen. Okay, die sind auf der anderen Seite gespawnt. Da, ja. Da hinten ist jemand. Oh, hat die sich versteckt? Nee, tatsächlich ist das ein bisschen am Pixeln. Ja, aber du siehst das schon. So, jetzt rechtlich anziehen und gleich töten. Genau, nicht irgendwo gegenfahren, das ist das Wichtigste. Und erneuern. Genau. Hab ich sie? Validiert. Hast du nicht bekommen? Ja, das haben die eingefügt jetzt. Dass, okay, ich renne nicht hinterher, Wenn die Palette dich stunt, dann wird dein Hit zurückgesetzt, weil du eigentlich nicht hättest hitten dürfen. Das war jetzt ultra knapp. Okay, hier vorne sind einige. So, okay. Rechts links anziehen und direkt rein. Genau. Ja, die habe ich. Hast du das gesehen? Ja, das war also tatsächlich muss ich jetzt gerade mal sagen, so funktioniert die Chainsaw eigentlich gar nicht. Du würdest sie eigentlich gar nicht treffen. Hat aber funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du willst. Getroffen. Hä? Ich sehe da gar kein Problem. Also, das war einfach easy. Oh, Nummer 1. Ah, schade. Okay. Oh, die war hinter dir. Ich habe sie, glaube ich, atmen hören, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hat sie da, bei der Palette war sie? Ja, da läuft sie. Links. Da. Muss sie atmen hören. Sehr gut. So, jetzt einfach hinterher. Weil ich die nicht auf die. Einfach nur anmachen. Hinterher. Chainsaw. Genau. Okay. Und hinterher. Ja, genau. Jetzt wie ein Rambo. Einfach hinterher. Chainsaw wieder an. Da ist kein Fenster. Und nicht hängen bleiben. Sehr schön. Oh, hab ich sie? Jawohl! Das war völlig fair und normal. Ja. Genauso läuft das. Ich merk das. Ich merk's. Ich merk's langsam. Ja. Ich fühl's. Was willst du denn jetzt von mir? Die miese, ey. Miese Brise. Aufs Maul bekommen, ey. Ehre. Na gut, da werde ich dir einfach gleich auch nochmal ranhängen. Hä, hey, was war denn deren Ziel? Geil. Ja, das war schon ziemlich los. Komm wieder mal von der Seite an und muckt. Hä, vor allem war das die Verletzte. Das ist auch übel dumm von ihr, oder? Ja, das war ziemlich dämlich. Ich so, mach mal die Chainsaw auf Probeweise auf 50% und geh mal runter zum Haken, falls einer zum Anhook geht. Mhm. Okay, du hast... Da rennt hinter dir, genau. So, dann hat er jetzt kein Distract mehr. Reingehen, Palette umholzen und dann wieder wie ein Rambo hinterher. Na gut, machen wir das. Du hast noch ein Stack. Immer ein bisschen den Auge auf die Stacks haben, damit du nicht mit zu wenig Stacks reingehst. Und wieder an. Ne, brauchst du nicht diesmal. Ne, dieses Half-Life brauchst du gar nicht. Belogen. Und ich hasse. Oh, schön. Oh, ich fühle das. Ich habe so Bock, die anderen Leute da oft. Ey, Junge, hör auf zu schlagen, bitte. Ey, du nimmst die ja wirklich hops. Ja, ja. Also jetzt muss ich schon mal sagen, sieht schon wirklich crispy clean aus. Bis jetzt, schön. Ne? Und du übst das auch so langsam, deine Stacks zu erneuern, das wird gut. Ja, ja. Ich habe auch jetzt das ganze Konzept mit den Stacks verstanden. Ich schau mal hier vorbei. Oh, gute Idee. Da vorne ist einer. Guck mal, direkt. Erzählst du an und du hinterher. Genau.
Und einmal umfahren, sehr schön. Schön. Oh, ich merke gerade, wie es mir Spaß macht. Okay, ja, die Chainsaw ist halt einfach. Und dann reicht sie jetzt zum Hook, weil da kommt gerade einer hin. Oh, hi. Jetzt kann die mehr und ist dead on hooked. Ran sie jetzt entscheiden, sie aus dem Game rauszunehmen oder sie leben zu lassen. Nö, ich werde sie jetzt töten. Das ist doch das Ziel des Killers, oder nicht? Ja. Wo willst du nur hin, hä? Sehr schön. LT-Wall. Naja, sei ihr gegönnt. Was wäre jetzt deine Empfehlung? Was soll ich jetzt machen? Du brauchst eins mit dir umhauen. Also, die ist Half-Life. Schau mal hier vorbei. Ich glaube, die sind im Shack da hinten bestimmt und so, ne? Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Shack-Area machen die einfach alles. So, jetzt anziehen. Da sagt einer anziehen. Nicht dann lassen, nicht dann lassen. Und zersägen, genau. Aber wenn du die zersägst statt dann, ist das 1000-mal besser. Ist ja hier lang, ne? Ja. Also, und einmal und wegsägen. Und der hat den Gen berührt, der hat keinen D-Strike mehr. Schön. Cool, ich renn mal weiter erstmal, oder? Nö, krieg den Gen und heb auf. Na gut, dann heb ich die mal auf. Häng die direkt daneben auf, das ist nämlich jetzt perfekt. Dann hast du 99% Gen neben einem Hook und hast beides so als Druckpunkt, dann könnt ihr den Gen nicht weitermachen. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ja, dann werde ich die jetzt hier aufhängen und die anlachen. Genau. Ja, da ist keiner drin, da waren die mal. Einfach mal gegengetreten. Oh, die ist dead. Die werden auf jeden Fall versuchen, ja. Genau wie die Claudie. Ja, die waren, die werden wahrscheinlich versuchen, zumindest wenn sie ein bisschen gut sind, dass sie den Gem noch anmachen, weil die den jetzt nicht runterticken lassen wollen. Da reicht Chainsaw an und hinterher. Sehr schön. Mit Schmackes. Und nicht hängen bleiben. Das ist das Wichtigste. Oh, ich hatte noch einen. Ja. Ja, mit 1-6 schaffst du es nicht von da. Okay, schade. Gut, dann warte ich. Scheiße, jetzt habe ich natürlich verschissen. Ja, jetzt haben sie ihren ersten Generator und hier sind zwei Leute. Mit etwas Glück kriegt ihr ja beide, ne? Ja, nö. Okay. Genau, so. Und warten jetzt auf den dritten Stack, jetzt hinterher. Nächsten von dir, genau, warte, genau. Du hast es praktisch, du hast gerade das Jungle Gym perfekt gespielt, ohne es zu wissen. Weiß ich nicht, ob du es wusstest, aber du hast es jetzt gerade perfekt gespielt. Okay, ja, geil. Habe ich extra. Weil links, also, nee, das wusste ich, das wusste ich. Ja, da ist nämlich ein Fenster, das wollte sie nehmen und du hast dich direkt davor gestellt mit der Chainsaw. Okay, wo ist sie hin? Es war wirklich, das war Crispy Clean, die ist in die andere Richtung wieder. Richtung Main Building. Echt? Ja. Ah, ja. Da ist die Tote. Nee, da brauchst du keine Chainsaw für. Ja, die Katze easy on plane, das ist nichts. Oh, hast du das gesehen? Ja, das war crazy clean. So, dann mach mal ganz entspannt, ne? Wir hängen die auf. Eltern werden traurig sein, ist mir aber egal. So. So, hier, guck mal. Ja, Mord, ne? Und noch zwei Survivor. Hast du genau gesagt, Christoph Ormond hast auf die Fresse gekriegt? Das hat sich jetzt geändert, die werden sich umgucken. Du nutzt sie nur noch als kleine Hanteln. Ja, richtig. Gewichte, die du stemmst. Gut, wir gucken mal hier vorbei. Ich denke mal, die wollen den hier fertig machen. Ja, ja. Oh. Blöd gelaufen, meine Liebe. Ich trete hier mal gegen. Okay. Sehr schön. So, Check ist ein bisschen komplizierter. Check läufst du prinzipiell immer so mit dem Uhrzeigersinn. Hast du das gesehen, was ich gemacht habe? Ist alles, was ich gesagt habe? Ja. Oh, sie einfach weg. ich hab sie am Fenster gesehen und dachte mir, ich verarsche jetzt einfach. Habe ich gemacht, hast du gesehen? Ja, war perfectly played. Ja, danke. Oh, hier ist schön in der Ecke, guck mal. Ja, wobei, wir nehmen den hier. Ich glaube, das können die nicht mehr gewinnen, oder? Es sei denn, der findet die Luke. Die Hedge ist das Einzige, was sie noch retten kann. Für die wird aber wahrscheinlich auch gehen. Du könntest eigentlich Facecam. In der Theorie, wenn du es jetzt. Also, wenn du jetzt so auf Zeit sparen gehen willst, weil die Hedge ist noch nicht gespawnt, die spawnt erst bei Überlebenden plus 1 Generatoren gemacht. Das heißt, 2 Leben, 3 Gens müssen an sein. Okay. Es sind aber nur 2 Gens an, also sieht man die Luke noch nicht. Man kann sie aber ertasten, das ist gerade ein Bug in DBD. Wenn du drüber läufst, echt? Dann hebst du so ein bisschen ab, ja. Oh lol. Das heißt, du könntest auch theoretisch so mal grob über den Boden laufen, vielleicht findest du ja zufälligerweise die Luke. Das heißt, ich laufe dann quasi unsichtbar rüber. Ja, es gibt so, du hebst dann irgendwie so ein bisschen ab, als würdest du auf eine kleine Plattform laufen. Oh lol. Naja, will eigentlich nicht mehr. Aha. Es gibt solche und solche. Manche sagen, okay, ich nehme die Luke. Manche sagen, das schaffen wir doch. Jungs, das kriegen wir noch hin. Team. Kinder. Hinter der Wand geblieben. Eine. Die näher. Oh, hi. Da. Ja. Genau, hallo. Jetzt hängst du die kompromisslos um. Die andere habe ich doch hier vorne auch gehört. Ja, genau. Die ist nach rechts lang weiter. Links ein bisschen. Ne, links, links. Schon da hinten. So ein Blick in die Ferne. 50 Meter in die Richtung jetzt. Rechts. Da. Echt hier so? Da lang, ja. Echt jetzt?
Woher weißt du das? Dass sie so lange laufen. Die ist schon so in der Ecke geblieben irgendwo. Irgendwo da versteckt sie sich. Aber die hat kein Iron Will, also wirst du sie hören. Sag, irgendwo hier pimmelt sie rum. Oder pimmelte sie rum. Oder sie hebt jetzt ihre Freundin auf. Könnte auch sein, dass sie im Schrank ist. Schade. Wäre witzig gewesen fürs Video. Ich sag's dir. Ja. Ey, das hatte ich gestern. Das hatte ich gestern in einer Runde. Ich habe random hier Trickster gespielt und wollte einfach in einem Schrank zum Schluss, obwohl alle schon tot waren, einfach mal Messer rausholen. Und dann habe ich random den Schrank aufgemacht und dann hat mich da so ein Survivor angeguckt. Das war auch echt. Das war richtig wild. So, noch einer. Bitte geht einfach. Ich will nicht mehr. Der war hier drin. Ich bin ehrlich, Leute, ich wusste nicht, dass er da drin ist. Das hatte ich auch schon so häufig mit Hunches und Trickster, wenn du einfach nahe lässt und puff. Okay. Ich dachte immer so, what the fuck, woher weiß er das? Weißt du, woher wir das wissen? Wir sind einfach krass in diesem Spiel. So. Nee, wir haben es gerochen, wir haben sie atmen hören im Schrank. Nee, wir konnten den Schweiß fühlen. So, ich glaube, die Feng Ming wird die aber nicht runterholen. Ich glaube, die Feng Ming ist eine klügere. Oh. Schnucki. Ist da oben im Raum, da wo du jetzt hinguckst, genau. Da kann man reinlaufen über die Seite. Hallo? Ey, sie holt jetzt ihre Freundin. Ja, und jetzt brettert die mit der Macht von sieben Sonnen um! Oh! Beautiful! Lecker Menschenfleisch! Komm her, Schnucki! Sie stirbt jetzt aber instant, oder? Ja. Ja, guck mal, zwei Runden Bomber, zwei 4Ks. Was soll ich dir noch beibringen? Du bist ja jetzt schon raus. Das kann man nicht auf die weite Welt schicken. Aber alle Runden, alle guten Dinge sind drei. Wir machen das. Alter, aber jetzt verstehe ich, was so geil an diesem Killer ist. Dieses Hinterhersprinten und viel schneller sein ist halt echt heftig. Und wenn die Paletten umkippen, dann holst du die um, richtig. Ja, ist einfach heftig. Okay, ja, ich würde aber noch eine Runde spielen, bist du dabei? Ja. Was ist das hier? Damit, wenn du die umsägst, sind sie Mängel, dann brauchen die 20. Ist wie Snobby Butcher für deinen Chainsaw. Ist das geil? Ist jetzt nicht der Oberhammer, aber in Anbetracht deiner momentanen Lagerstätte würde ich sagen, ja. Abfahrt, Runde 3, komm, 4K. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch eins. Dann fühle ich mich sicher. Drei Spiele, 12 Kills. Besser kannst du es ja nicht machen fürs Video. Ihr könnt dieselbe Erfahrung mit dem Game Pass haben. Wenn ihr euch DBD einfach mehr kostenfrei downloadet, könnt ihr einfach easy zocken. Easy zocken! Entschuldigung. Und ihr habt automatisch direkt einen Coach im Ohr, der euch sagt, was ihr zu tun habt. Kostet auch nicht viel. Fett die Rotze. Boah, kostet nichts. Oh. Das. Meine Güte. Ich hab einen miesen Klumpen im Hals gehabt. Und den gibt's auch dazu zum Game Pass. Gleich sehe ich so im Gegnerteam so deinen Namen und du zockst einfach gegen mich. Gesniped! Idiot! So, und jetzt bringen wir den Bomber auf die härteste Stufe bei. Tja, ne, ich hol mir was zu trinken. Unterhalte die Leute. Ich bin wirklich gespannt, wie du nach diesem kurzen Coaching hier abräumst. Das ist Fiat Ramon und Ninja Jami, das ist ein Streamer. Ach, die sind übel krank. Du würdest jetzt sagen, das ist schon so die Elite von DBD und ich spiele jetzt gegen die, ohne Perks quasi. Du spielst jetzt wahrscheinlich gerade so gegen so mit das beste Team, das es in DBD gibt, ja. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, was? Was ist das für eine Map? Auto Heaven. Ah. Aber wird nicht angezeigt, das ist gerade irgendwie ein Bug. Dann gehen wir mal gucken, wa? So, auf dieser Karte hast du immer eine Dreier-Kombo auf beiden Seiten. Oh, hallo. So, jetzt Chainsaw hinterher gleich mal. Noch nicht. So, auf 6-7 Meter gehst du ran und dann Chainsawst du die. Okay. Dann hast du eine Breakable Wall, die machst du jetzt kaputt. Geh ins Gebäude rein. Nee, du gehst gerade rein und mach die Breakable Wall kaputt. Die kannst du auch tatsächlich zersägen, dann machst du es sogar schneller. Aber ja, ich mach einfach mal so. So, das ist. Und jetzt chasst du sie wieder, weil diese Breakable Wall macht einen Godloop auf. Oh, das war die Tonne. Ich dachte, das wären Schritte. Okay. Da vorne ist sie. Ja, das ist echt das Schlimme. Das feuert sich wirklich an wie Schritte. Nee, die ist immer noch hinter dir bei der Palette. Also. Wirklich? Ja, die ist immer noch. Da ist ein Rad und Rabo hochgeflogen. Ja, die hat ihn aufgescheucht. Nee, rechts. Ja, geradeaus. Geradeaus. Genau. Das sind sogar zwei. Alter, tu so, als wenn du die nicht siehst. Zieh deine Chainsaw an, dann gehst du rückwärts. Da. Wenn du so tust, als würdest du die zweimal nicht sehen, da. Genau, hinter dem Stein ist sie. Wenn du so tust, dass du sie nicht siehst, dann rennen sie auch nicht weg, verstehst du? Und wenn sie nicht wegrennen, hab sie. Easy Kill.
schön, Junge. Alter, Top-Gamer. Der hat jetzt auch ich schau kurz mal. Du hast einen übel pixeligen Bildschirm vor dir, ne? Wo du fast nichts siehst. Aber trotzdem siehst du Leute, wo ich niemals hingucken würde. Das ist insane. Das ist lol. Habe ich einfach sowas von gewonnen. Oh, Baby. So, da ist auch ein Fenster drin in dem Cockpit. Da kann er durchspringen. Du gehst einfach hinterher und machst dann direkt Chainsaw an. So, nicht drauf. Genau, sehr clean. So, Chainsaw direkt anziehen und hinterher. Und Crispy Teen. Und weiter hinterher. Dranbleiben, Junge. Genau. Der Chris. Oh, zu schnell der Zeck. Ja, hab ich gesehen, Ja, siehst du vorne. Da ist er. Musst du dir ein bisschen Stacks aufsparen. Mach lieber mit der Spacebar kaputt, weil du brauchst gerade deine Stacks noch. Genau. Da hast du wieder drei Stacks, das kann es wieder richtig wild werden. Hier vorne, ne? Ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das ist ein Fenster plus Palette. Da muss man jetzt ein bisschen tricksen. Crispy Clean getrickst, Alter, den besten Spieler. Der hat jetzt hier Ninja Jami, ist jetzt bei 12.400 DPD-Stunden. Hast du das gesehen? Ja. Und du sagst nur, oh, das ist jetzt schwierig. Das ist nicht schwierig. Das ist. Die sind scheiße in dem Spiel im Gegensatz zu mir. Ja, das ist, du hast gerade das beste Squad komplett. Danke. Hallo, entspann dich. Okay. Hier vorne, ne? Da ist er doch. Wenn du jemanden siehst, der einen Medium-Volt macht, kannst du mit der Chainsaw gegen das Fenster crashen und triffst den dann mit deinem Tantrum. Das ist dieses um dich herumschlagen. Ja, guck, zack, wieder am Haken mit dir. Ja, jetzt will ich dich mal gegen Sülze spielen sehen. Das wird der reine Hammer. Ich sag es dir jetzt schon. Die werden erwarten, dass du wieder wie der letzte Larry durch die Landschaft schreist. Aber nicht mit Papa. Nicht mit Papa Schlumpf. Oder oh, heilen sie sich. Ist ja schon ein bisschen länger, ne? Da heilen sie sich. Kannst jetzt schon die Chainsaw anziehen, genau. Rechts lang, rechts. Oh nein! Oh, hallo! 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 Ich bin ein Vater! Oh! Das ist der Wahnsinn! Also, das ist ja easy! Und jetzt kriegst du sogar schon 50% mehr Blutpunkte für den ganzen Schmarrn hier. Der Wahnsinn! Okay, jetzt muss ich mal gucken wegen Generatoren auch, ne? Oh, hallo. Bist du hier? Oh, hier bist du. Servus, Günner. Das machst du zum Beispiel schon richtig, wenn du von der Palette gestunt wirst. Du sagst, ich sehe alles. Hast du das gesehen? Fucking hier Hawkeye, als hättest du einen über dir fliegen, der dir was sagt. Nee, tatsächlich, also wenn du gestunt bist von der Palette, ist es schneller, wenn du einfach Spacebar drückst, als wenn du erst auflädst. Ja, ja, ja. Dann zersägt. Nee, das. Oh, also langsam habe ich hier den Eindruck. Langsam habe ich den Eindruck, die mögen die Map ran. Oh! Boah, das war auch nur, weil sie Leid hatte. Ja. Hör auf zu schlagen, du Vollidiot. Die könnte D-Strike haben, wenn du jetzt hier sie gehst. Ja, gucken wir mal. Soll ich der hinterhergehen? Was im die geht weg. Nö, die wieder rein in die Landschaft ein. Die Jill hättest du halt direkt aus dem Leben nehmen können. Links. Oh, rechts. Sorry, rechts die Strecke hier gehabt. Oh. Ja. Hast du gesehen, wie konsequent ich da durchgerannt bin? Das ist. Ja, wow. Würdest du sagen, das sind Noobs, by the way? Also, nee, sind Pros, ne? Nee, ich hab das schon gesagt, das ist das beste Team der Welt. Alter, holy shit, also gut, mal so, die konkurrieren mit einem anderen Team. Also, jetzt will ich jetzt nicht unbedingt eins als das Beste, aber das ist schon wild. Also, du nimmst hier gerade wirklich Elite auseinander. Dankeschön. So, Chainsaw so an und hinterher. Die machst du denn nackig? Du ziehst da aus. Oh! Beautiful. Ist einfach mal angenehm. Noxy wohl eher scheiße. Entschuldigung. Manchmal kommt es über mich, verstehst du? Oh, Noxy ist tot. Noxy ist tot. Ah, minus eins. So, wo haben wir denn hier mal ein paar Leute? So ganz am Maprand werden die wahrscheinlich nicht. Oh, was sage ich eigentlich schon, aber da sucht man normalerweise nicht so intensiv, weil das wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal, sie gehen hier eher zu den beiden da vorne, oder? Ja, die werden sich wahrscheinlich ein bisschen gesplittet haben jetzt. Ja, da vorne ist ein Rabe hochgeflogen, bei dem da? Generator sind wir hier, ja. Zumindest da in der Nähe, links ist ein Rabe hochgeflogen. Ja, perfekt, da ist einer. Die ist auch Half-Life, den kannst du eigentlich schon mit Maus 1 ausplayen. Ach, warum? Ja, oder gleich wieder all in. Scheiß auf den Netz. Hallo! Mann, jetzt! Ne, das ist ein Fenster, ja. Jetzt kann sie den LT wohl immer gegen den Uhrzeigersinn. Ne, andersrum.
So läuft man die LT wohl nicht mehr. Dann kriegt jemand fast wohl. Sehr schön. Moin. So läuft man. Krass, direkt. Ja, war easy. Am Arsch. Schön. So, hier vorne sind noch mehr Kratzspuren. Sind das ihre? Das sind ihre. Okay. Okay. Das ist zum Beispiel so ein Basic, was man LT-Walls immer gegen den Uhrzeigersinn läuft. Okay. Verstehe ich. Hier haben wir zwei. Einer ist direkt vor mir. Ja, den holst du direkt um. Der hat gar keine Ahnung, auf wen er gerade zusetzt. Hä, warum zieht er seine Chainsaw an? What the fuck? Ja, hab dich gesehen, ne? Ranger Kraken, Ranger Scheiße. Ah, ich hab heute Wortspiele drauf, das ist unglaublich. So, So, wir hängen dich hier rauf, Digga. Der andere ist zum Hook. Ja, oder nicht, weil er dumm ist. Oh, okay. Ja. Finde ich interessant. Ist wohl umgedreht, ja. Ich dachte mir, ich hau ihm mal in die Fresse. Ja, auch mal, der Hammer will auch benutzt werden. So. Na, ich schmiede mir jetzt eine. Ein schöner Vorschlag, Hammer voll in die Fresse, Digga. Hallo? Du kannst jetzt die Chainsaw nutzen, weil die Palette noch da ist. Ja. Da vorne ist der Scheck, da ist auch noch eine Palette drin, aber das schafft sie nicht, weil du die vorher wegschlägst. Ah, du hast deine 6 zu schnell benutzt. Aber die hat er noch. Clean. Nichts gesagt. Lol, die haben die eine gar nicht abgehangen, ne? Die ist aber verreckt. Haben sie hängen lassen. Voll Idiot. Die Nähe hat den Antimate runtergeholt. So. Der jetzt auf alle scheißt und sich die Hedge gönnen will. Servus. Wahrscheinlich hat er die Hedge. Ja, wahrscheinlich hat er sie gefunden, ne? Oh, da ist er. Ja, ist natürlich auch ein Segen, dass du noch alle mit Barbecue sehen darfst die ganze Zeit. Das ist, normalerweise fangen die an, das zu dodgen im späteren Spielverlauf. Moin. Jetzt schmier dem eine, Junge. Jawoll! Wer ist denn darum? Hat noch ein Medkit gefunden, das hast du dir jetzt auch schon aus der Hand geschlagen. Was für ein Medkit? Du hast ihm alles genommen. Leer Scheißkit, ne? So. Ja. Das sind 3 Spiele, 3-mal aufs Maul. Ich sag nur, wie es verstanden. Ist. Ich verstehe. Was kann ich dir jetzt damit Bummer beibringen? Du bist ja jetzt eigentlich schon die oberste Elite mit dem. Ja. Holy shit. Also, wenn jetzt hier nicht bei Challenger Global Elite. Ja, Challenger Global Platin Elite. Yeet. Oh. Und Rang 16 auch noch geworden. Alter, der siehst du das? Hier ist das belohnt, wenn man sogar Progress sieht. Blutpunkte rasseln runter. Ich fass es nicht. Meinst du, ich glaube, ich könnte das jetzt gegen die Sülze nochmal versuchen. Aber. Ja. Wir müssen gucken. Ich bin mal gespannt. Die Sülze ist natürlich, also ich sag mal so, 80% waren jetzt von denen, die wir jetzt im Gegnerteam hatten, echt nicht so gut in dem Spiel. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ein paar Leute aus der Sülze sind halt schon heftig. Deshalb bin ich mal gespannt. Aber ich habe jetzt schon zumindest viel mehr verstanden, wie dieser Ach, Killer funktioniert. Timio? Dann machen wir es einfach folgendermaßen. Du sagst so, du spielst, du kommentierst und aber heimlich steuere ich den Killer und dann, ne? Aber sag's nicht. Das wär legit witzig. Komplett aus dem Leben gepumpt. Ja, hab ich so, Leute. Was ist jetzt los? Ja, so, Leute. Ja, ich habe ein bisschen geübt. Oder einfach komplett Rasur. Jede Runde. Komplett auseinandergenommen. Ein Jenner. Ich hab ein bisschen Training, dies, das. Ja, ich hab jetzt die letzte Woche ein paar Stunden gespielt. Juti, es war geil, ey. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir tatsächlich schon geholfen, dass ich jetzt weiß, was ich mit diesem Kerl überhaupt zu tun habe. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich bedanke mich, dabei sein zu dürfen. Ja, ich wette, das wird ein Banger-Video. Lasst ein Like da, Leute. Checkt den Game Pass aus, wie gesagt. Dead by Daylight, mehr kostenfrei mit drin. Könnt ihr euch einfach runterladen. Link ist in der Beschreibung. Und checkt auch den Channel. Claire? Ich wollte, ja. twitch.tv/declaremeister. Richtig. Checkt den Kanal von Claire aus. Denn der macht richtig fette Streams. Der hat auch einen YouTube-Channel, wo Highlights regelmäßig kommen. Und die sind arschwitzig. Also checkt es gerne aus. Und wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, dann schaltet lieber bei ihm ein, langfristig. Und haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Thank you.